Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim dritten Lauf der F1 Manager 23 Karriere mit Williams. Nachdem wir in Twitter mal ein bisschen Pech hatten mit einem schlechten Stopp, dann dass mit dem Safety Car vielleicht auch, dass die bei Gasly halt 100 Jahre gewartet haben gefühlt, obwohl die locker vor Porsche hätten rauskommen können. Und dann am Ende Platz 11 und Platz 10 war nicht so weg, könnte man sagen. Aber gut, das heißt, wir können ja viel zurückschlagen. Wir bekommen jetzt, oder wir haben ja schon längst drei Upgrades bekommen. Noch vor Trailer, aber wir konnten uns die noch nicht leisten, leider. Aber jetzt können wir uns die leisten. Und somit können wir zum Lager gehen. Was war das jetzt? Unterboden war zum einen mal, ne? Glaube ich. Ja gut, Fertigung natürlich. Erstmal zwei im. Wie lange dauert das? 11 Tage, hier haben wir es, ja. Würde passen mit schnellen Entwicklung 2. Und ich will aber jetzt nicht unbedingt hier lange damit fackeln, deswegen zack. Machen wir das so. Dann Chassis, glaube ich, genau. Fertigung auch 2 erstmal im Schnelldurchgang. Nein, nicht im Schnelldurchgang. Alter, ist das teuer aber. Das ist teurer geworden, glaube ich. Er ist richtig teurer geworden. Ach du Scheiße. Okay, das ist ein bisschen problematisch. Wann kommt denn das an im Schnelldurchgang? Oh. Ach du Scheiße. Kann man vergessen, ey. Notfall wäre. No! Okay. Oh, okay. Okay. Übertreibt mal, trifft dich mit fast 5 Millionen. Wir müssen aber schnell, weil damit wir das. Ja, wir können es aber nicht mal dann anbekommen. Nein! Wir bekommen es dann nicht mal dann an. Oh. Naja, gut, dann machen wir halt. Ah, weiß ich nicht. Ja, wir machen trotzdem Schnelldurchgang. Ach, scheiß was drauf. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Ja, wir können es, glaube ich, jetzt nur. Alter, das ist schon echt brutal. Seitenkästen hätten wir noch. Die werden wir uns nicht leisten. Obwohl, doch! Im Normalfall zumindest. Ja, im Normalfall können wir uns. Dann tun wir erstmal eins fertigen im Normalfall. Aber wir können sogar im Schnellfall. Wir können sogar im Schnellfall. Und dann würde ich dann doch im. Obwohl, auch im Normalfall würde es halt 8 Tage dauern, was noch perfekt wäre. Okay, dann halt ein Seitenkasten erstmal. Da müssen wir überlegen, wer den dann bekommt. Erstmal. Und aber zumindest haben wir überhaupt dann so gut wie alles. Haben wir auch schon wieder Akkus am Laufen? Ja, haben wir zum Glück. Okay, haben wir zum Glück. Aber es kommt zum Glück auch nichts an vor dem Wochenende. Das ist schon mal auch gut. Diesbezüglich. So, dann haben wir hier noch was beim Posteingang. Ergebnisse des Haupt. Achso, ja. Okay. Also Formel 2 Rennen oder was? Check Duan. Ja, Formel 2 irgendwas. Okay, interessant. Oh, das ist auch was Neues. Das war im letzten Moment für nicht, dass man hier Formel 2 Rennen, ja, hier steht der Formel 2 Rennen, sehen konnte, was die hier geleistet haben dann. Das ist auch cool. Untersuchung. Achso, das haben wir, glaube ich, auch. Okay, das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal gelesen. So, okay, dann können wir fortfahren. Ja, das mit diesen Entwicklungspunkten gibt es ja nicht mehr, da, die man dann machen kann. Macht das Team das oder sich das raus, die Entwicklungspunkte hier reinstecken oder gibt es das nicht mehr, dass das einfach so bleibt, wie es hier ist? Weiß ich nicht. Könnt man gerne in die Kommentare schreiben, ob das ist. Und hier war ein H gerade. Ein H, hä? Wenn ich jetzt auf H klicke, was kann man da machen? Ah. Okay, auch mal was Neues herausgefunden. Okay, jetzt bummelt die Zeit vor. Und, boah, es geht schnell vor. Da haben wir die Fertigung des Seitenkästen. Haben wieder ein bisschen mehr Kohle dazu gewonnen. Ja, können wir da vielleicht irgendwie auf Krampf eine Notfallentwicklung machen vielleicht? Ach, wo haben wir es denn jetzt hier? Lager, Seitenkästen. Fertigung für einen Notfall? Ah, da wären wir halt fast eine Million im Rückstand, wenn wir das erzwingen. Nein, komm, machen wir lieber nicht. Komm, dann bekommt erstmal einer. Ich würde aber sagen, da bekommt. Würde ich sagen, trotzdem Gasly das Teil. Weil der halt einfach besser. Obwohl, na gut, vielleicht deswegen, weil er besser performt, sollte mir fürs Album geben, damit der mit Gasly mehr mithalten kann. Ich weiß nicht. Ich würde aber sagen, weil Gasly schon 2 Punkte holen konnte, Albon noch keinen in den ersten beiden Rennen und auch nah in Twitter an dem Punkt dran war, würde ich sagen, bekommt Gasly halt dieses eine Teil. Einfach so, ja, wer halt von der BM ist, bekommt das, klar. Wenn man nur einen Teil hat, gerade zum Fertigen,
Kommt der dann halt, das halt, kann man so das einbauen? Ja, können wir schon, sehr. Na, eins können wir einbauen erstmal. Und Unterboden bestimmt auch erstmal ein, ne? Okay, dann die letzten Tage noch vorspulen. Sehr gut. Unterbodenfertigung abgeschlossen. Und das Chassis bitte auch. Jetzt auch nicht da vergessen, natürlich nochmal den zweiten Unterboden jetzt einbauen. Ist alles ein bisschen anders. Ich muss mich da erstmal ein bisschen reingewöhnen. Auto 2 bitte, danke. Und sein Chassis. Müsste er. Nein, ist nicht! Was? Okay. Ja, dann würde ich aber aus Fairness halber sagen, bekommt beim Chassis Albon das neue und beim zweiten Kasten hat Gasly das neue. Dann würde ich sagen, tut man nicht bei allen Gasly das neue und bei Albon hat nur einen jetzt was. So ein bisschen Fairness halber bekommt Albon halt das neue Chassis als erstes, aber Gasly dafür den neuen Seitenkasten. Das ist, denke ich, dann ganz fair, wenn das so ein bisschen ausgeglichen halt auch. Beim nächsten Mal dann haben sie beide alles neu. Okay, dann würde ich sagen, fortfahren. Ah, nee! Das Auto, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt, ach, das war erst der letzte Tag. Ah, okay, wie können wir jetzt Chassis? Nein, okay. Hätte sein können, dass jetzt durch den einen Tag noch was da war. Was haben sie jetzt? Rennen? Viel der Autoteile. Was haben wir denn da jetzt? Ja, viel der Autoteile für Auto 1. Ach, so. Hä? Ach so. Upsi. Ja, klar, das ist klar. Ja. Okay, jetzt können wir aber reinstarten. Bei Albon, klar, muss ja jetzt ja noch der alte Seitenkasten rein, klar. Das war dumm. Okay, auf zum Rennwochenende. Ich kann jetzt wieder nichts zu den Setups sagen. Die waren gerade bei 70% und 83%. Haben natürlich nochmal was angepasst. Vor allem bei Gasly, der 70% hatte. Und ich bin gespannt. Also im dritten Training konnten wir also nicht so viel sagen. Da waren wir gerade 17. und 18. Aber wir waren noch die ganze Zeit nur auf Medium-Reifen. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Qualifying 1. Ja, Alba hat, glaube ich, Pech gehabt gerade. Und Gasly hat auch Pech ein bisschen. Ah, nicht so optimal jetzt. Mal sehen, was das an Zeit gekostet hat. Also Albon hat deutlich mehr Zeit gekostet, auf jeden Fall. Wenn es überhaupt Gasly Zeit gekostet hat. Ich glaube, sogar Pierre kam da nicht mal optimal durch. Im Mittelstück auf jeden Fall jetzt sind sie nah beisammen. Da war jetzt nichts an Verkehr. Und ich glaube auch bei Albon. Ja, nur der erste Sektor. Ja, die anderen beiden sind sehr gut. Die waren ohne Freifahrt. Also nur Joe, der uns ein bisschen behindert hat. Albon vor allem. Aber insbesondere, wo bleibt, wo steht bei Gasly? Wir haben trotzdem nur eine halbe Sekunde weg von Pierre, dafür, dass ich glaube, dass er ein bisschen aufgehalten wurde. Ist gar nicht mal so schlecht. Aktuell stehen unsere Jungs ganz gut da. Oder naja, gut. Okay aus, dafür, dass sie Verkehr hatten. Nicht mal die letzten Plätze sogar. Ich glaube, bei beiden wird es auf jeden Fall im ersten Sektor, schätze ich mal, grün werden. Hoffe ich. Ja, bei Gasly schon mal. Und bei Albon auch. Ist aber trotzdem 2 Zehntel hinter Pierre. Trotzdem ganz schön viel eigentlich im ersten Sektor. Auch im Mittelsektor verbessert sich Pierre und auch Albon. Aber Albon ist schon nicht trotzdem hinterher, Pierre. Aber mit einmal Gasly ist 16er, come on. Okay, that's the flag. Mit einem zumindest weiter schaffen in Q2. Das wäre schön. Und das ist machbar. Oder wie ist machbar? Ist Platz 8. Oder Albon Platz 13. What the? Oh, richtig gute Runde von Pierre. Nur eine halbe Sekunde hinter Leclerc. Nur eine halbe Sekunde. Das reicht. Das reicht jetzt schon, glaube ich, oder? Die beiden Alphas, die sind, glaube ich, auf einer Inlap. Naja, oder zumindest eine davon. Naja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Richtig gut. Also ich würde mal sagen, die Upgrades funktionieren. Also was für eine Monsterrunde aber auch. Nur eine halbe Sekunde, 6 Zehntel fehlen ihm auf die Spitze. Ohne Verkehr. Das hat es doch ganz schön viel Zeit gekostet, natürlich. Im ersten Sektor. Albon, auch stark eigentlich. Platz 13. Zwar 4 Zehntel hinter Pierre, aber das ist ja bisher die ganze Zeit schon so, was dann nicht bitter ist, weil, naja, Nose aber raus. Das ist auch interessant. Der wird von Piastri deutlich geschlagen. What the? Das ist schon eine Überraschung. Bei der AlphaTauri und bei der AlphaRomeo ist noch raus. Und wir sind beide weiter mit unseren beiden.
So, erste fliegende Runde, unsere beiden. Diesmal könnte es besser mit dem Verkehr aussehen. Zumindest bei Albon, bei Gasly, der könnte eventuell am Ende noch auf Hülkenberg auflaufen. Der ist aber auch aktuell ein bisschen weit weg gerade. Lila, oh, Albon! Oh, Lebenshilfe von Alex anscheinend. Ganz stark. Oh, er richtig. Alter, dann nimmt den Pierre richtig viel ab. Oder ist das wieder. Ist das jetzt doch. Ver ah, ne, wir sind aber Pierre und. Ne, Pierre hat keinen Verkehr. Stark, Albon, ey. Das ist jetzt gerade eine Überraschung. Aber vor Pierre ist wieder auch Gasly. Drei Zehntel und Albon, der würde ihn schlagen. Und Virus liegt fast drei Zehntel. Wow. Das ist krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber auch Pierre ist deutlich weg. What? Oh, die Upgrades, die wirken. Sind ja drei auf einmal oder zwei auf einmal. Beide mit zwei, ne? Einer hat das eine, das andere sozusagen. Ich kann nur meinen Augen nicht trauen. Albon ist gerade Siebter. Was? Was hat denn der für die Runde rausgehauen? Also komm, Pierre. Da musst du dich noch steigern. Du, da, also wenn der Albon jetzt weiterkommt auf einmal. Er gar nicht besser hat nicht mal, ne? Aber Albon, Albon aber auch nicht. Das ist echt nicht. Ah, Albon sogar langsam ist im ersten Sektor. Langsamer als Pierre. Gasly bin man schneller im zweiten Sektor. Auch allgemein ist schneller als Albon diesbezüglich. Ja, aber es könnte eng werden. Also wenn Albon jetzt weiterkommt und Gasly nicht, ne? Obwohl es kommt Bouchère. Oh, könnte aber eng werden. Es kommt zu Bouchère. Albon wird sich glaube ich nie verbessern, so wie das aussieht. Oder? Oder kann er im letzten Sektor natürlich zaubern. Aber für Bouchère wird es glaube ich nicht reichen. Und Gasly, kann der hier noch irgendwas finden? Ja, er ist. Aber hinter Albon. Hülkenberg ist geschlagen. Oh Mann, was für eine Spannung. Können wir sie beiden auch noch schaffen? Aber Verstappen wird kommen, der wird schneller können. Oder? Ah doch, das sieht schneller aus. Ich dachte schon, der wäre jetzt langsam irgendwie. Ja, ich glaube mit. Aber Albon schlägt Gasly. Also wenn die beiden. Wenn Gasly ist. Sainz ist geschlagen. Come on. Pierce ist geschlagen. Oh, Hamilton könnte noch in Gefahr werden. Ocon? Ah, der schafft uns auch. Oder zumindest. Ah, nein, der Hamilton muss rauskicken. Ja. 11. und 12. aber trotzdem gut. Und Albon schlägt Gasly zum ersten Mal in dieser Saison. Gut, ist erst dieses dritte, ja gut. Dritte Quali von erst, ja. Aber trotzdem starke Runde von Alex, definitiv. Und allgemein starkes Qualifying, ey. 11. und 12. als Team. Krass. Wir machen wirklich Fortschritte jetzt schon, ne? Man merkt schon. Wir haben den Ferrari geschlagen. Was hat denn der gemacht, wenn Leclerc auf 4 ist? Sainz. Starkes Qualifying, okay. Auf zum Rennen. Okay, Tourstrategie. 1 über 2. Was soll denn allgemein schneller sein? Ja gut, das ist schneller. Das soll am schnellsten sein, die Medium Hard, ja gut. Dann machen wir die auch mit beiden, würde ich sagen. Splitten macht eigentlich, wenn die an so nah dran sind oder halt nebeneinander stehen, macht Splitten, denke ich, keinen Sinn. Da müsste schon der eine mal weiter vorne sein, wie jetzt zum Beispiel beispielsweise einfach mal Albon auf 11 und Gasly vielleicht nur Vorletzter sein, beispielsweise. Dann kann man mit Pierre auch was anderes machen, natürlich, aber so. Oder auch andersrum, Albon, natürlich. Aber so macht das, denke ich, keinen Sinn unbedingt. Benzin machen wir so rein. Bin mal vorne wieder bei. Nee, das lasse ich erstmal kurz. Wir haben das gerade neutral, war das gerade, ne? Ich glaube schon. Ob mal bei Pierre wieder mehr reinpasst auf einmal. Nein, diesmal passt glaube ich, bei Albon mehr rein. Hä? Hä? Nee, doch wieder bei Gasly. Nee, doch Quatsch, doch bei Gasly. Immer, bei Gasly sind immer ein bisschen. Hier steht 110 Kilo bei beiden, aber 60,6 Runden hält das und das 61,0 Runden. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, gut, ist auch egal. Okay, auf ins Rennen. Die Fans hier in Melbourne sind ebenso bereit wie die Fahrer für die 58 Runden im Albert Park. Dieses Rennen ist eine Gelegenheit zu sehen, was Valtteri Bottas kann. Während viele sicher das andere Ende der Aufstellung im Blick. Wie das betont, Valtteri Bottas. Okay, los Jungs. Punkte winken wieder, könnte man sagen. Oh, Albon kommt gut weg. Albon kommt sehr gut weg. Aber Hendrik ist am Ende sogar nur 10. Wo ist Gasly? Der wird von Sainz überholt oder nicht? Ah. Wir bräuchten am Start vielleicht doch mal ERS einsetzen. Verkehr, ja, auf dem Video denke ich da dran immer. Warum? Es wird Gasly nur überholt, weil wir das ERS vergessen haben bei ihm.
wird von Pierce noch angegriffen, kann sich aber hoffentlich durchsetzen, weil es erst hat. Zum Einsetzen. Nein, come on, bleib vor, PS3, komm. Ja, komm, komm. Ah. Mann, war dumm, was ich da gemacht habe. Oh, der Top Speed, komm. Top Speed ist ganz, aber sein Suchen vorbei in Albon. Ah, oh, come on. Das darf nicht wahr sein. Nee, PS3 kommt wirklich vorbei. Ach, come on. Na, oder auch. Okay, oder nicht. Ja, Pia, sehr gut. Unser Du. Ah, oh, nein, immer noch nicht was, Mann. PS3, lass doch mal locker. Gut, komm, oh, es ist PS3 doof, leider. Ah, oder? Ah, Gassi, wieso nicht locker? Ah, nein, ich werde du überholt. Alter! Pierre, was ist mit dir immer los? Wirst du hier vom Haas überholt? Was ist jetzt auch immer los? Habe ich ERS aktiviert? Ja, habe ich. Daran kannst du es nicht liegen. Komisch. Ja, aber gut, noch ist alles gut. Ja, aber die Pace, was fand die anderen für Reifen überhaupt? Ah, okay, da fand sogar einige, viele Softs. Okay, dann könnt ihr ja mal beide ein bisschen mehr pushen lassen. Ah, er ist wieder fast bei beiden leer. Der ist aktiviert. Ah, Albon ist noch aus dem Defensor von sein, sehr gut. Ja, oder? Come on. Muss ja nur was vorne auch passieren halt und dann sind wir da. Wenn du irgendetwas, irgendwer quetscht oder so, oder wenn es irgendeine Kollision zwei vor uns gibt, dann sind wir mit Albon, ausgerechnet mit Albon, hätte ich wohl nicht gedacht, das zu sagen mal, in den Punkten. Der ist aber echt gut drauf auch jetzt, ne? Jetzt will er doch mal Pierre so ein bisschen zeigen. Also ich weiß nicht, was bei ihm im ersten Rennen los war, in Bahrain. Weiß ich echt nicht, das war eine Katastrophe bei ihm, also das war ja echt brutal von ihm, für ihn. Ja, auch die beiden, Hülkenberg und Piastri, sind mit Softs. Und das könnt ihr daran erklären, warum die am Gasly vorbei sind. Was die Rausbeschleunigung auch angeht. Weil wir halt härtere Reifen sind, ja. Aber die fahren wirklich meisten mit Soft. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, das ist schon gelb. Ah, und das war Stroll. Danke, Stroll. Ja, das habe ich gemeint. War zwar nur blockierende Räder, aber trotzdem, das habe ich genau gemeint. Wenn sowas passiert, sind wir da. Ja, Gasly muss sogar fast schon abreisen lassen, oder was? Das ist ja ganz crazy. Oh, es hat gequetscht, es hat gequetscht, oh, rote, oh, gebrochen, eine rote Flagge, oh, De Vries, und zu Not und bei der Alpha Tauris oder was, bei der Alpha Tauris, ja, bei der Alpha Tauris, das darf doch nicht wahr sein, Jungs, oh, was macht ihr denn, ihr Irren, ha, zu Not da. Der kann gut führen. Das läuft heute nicht so, wie das Team gehofft hat. Nee, das ist ein Desaster. Die sind beide raus jetzt. Ja, die sind beide raus. Beide Alpha Tauri sind raus. Was ein Desaster für die. Oh Gott. Also, Helmut Marko würde die wahrscheinlich direkt rauskicken dann. Okay, was mache ich mit der Strategie? Das macht denn Sinn. Medium haben wir nicht mehr. Wir können jetzt nur, wir können auf Hard mal gucken, wie wir damit durchkommen können. Zu nur dann halt auf Softs einfach nochmal schlecht. Obwohl. Ah, wir können halt. Wir können mit Hartes fahren das mal und dann nochmal auf Mediums zurückgehen, oder? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr gute Idee. Oder halt auf Softs, wenn es gut ist. Aber damit wir halt nicht mehr stoppen müssten, wenn überhaupt, ne? Können wir das einfach so machen erstmal. Und dann ist hoffentlich geht's weiter. Ja. Unser Rennen wird fortgesetzt. Okay, unser Rennen wird fortgesetzt, ja. Wir haben wieder volles ES. Oh, das ist in diesem Spiel auch anders, so wie es aussieht. Da war das so, im letzten Manager da, wenn man da rote Flagge hatte und das ES am Anfang, als die rote Flagge leer war, hatte, konnte man, war das auch leer, als man das wieder begonnen hat, die Session. Gasly wurde sogar von Nose überholt. Was hat denn der heute jetzt hier? Was ist denn jetzt einmal los? Wurde von Nose überholt wieder. Pierre ist heute mal am Struggeln, muss man klar sagen. Obwohl er im ersten Qualifying wieder aus, als wenn er Albon zerstören würde. Aber so ist es gerade gar nicht. Der Albon hat gerade für den Moment die Nase vorn. Diesbezüglich. Was haben die anderen für Reifen? Aber, oh! Okay, interessant. Der Pusher macht noch die Taten.
Aber durchfahren wird man damit nicht können. Naja, nee. Wir werden die weiter pushen lassen und dann einfach auf Medium nochmal mit Vollpushen dann oder auf Softsim gehen. Ja, ich denke, gut, dass wir das so machen. Ich meine, die können auf jeden Fall niemals durchfahren. Wir könnten es, aber werden wir eh nicht schaffen, glaube ich. Ja, aber solange Pia dran bleibt, da erstmal ist alles gut. Und Albon, vielleicht auch sogar den Anschluss zu Pocher, der ebenfalls die harten Reifen eben hat. Wir sollten jetzt einen Blick drauf werfen können. Und da ist Albon schon vorbei. An. Kann er sich durchquetschen? Pocher. In den Punkten, danke, Albon. Auf Platz 10. Ey, nicht schlecht, also kein schlechtes. Richtig starkes Wochenende bisher von ihm. Wenn er es bitte auch ohne Fehler durchziehen kann, wäre es nett. Wäre es sehr nett. Aber halt von 3 Jahren, ich glaube mehr als ein Punkt, wenn niemand vor uns auch Fehler macht, dann wird eh nicht möglich sein heute auch wieder. Dann halt alle so nebeneinander, auch Gasly da hinten noch mit. Halt da 15, nur 5 Plätze weiter hinten. Aber im Grunde immer noch an dieser Gruppe von Platz 10 dran halt. Können wir mal zu ihm onboard gehen. Ja, da ganz schön dran an Lando. Ich meine, mit dem Angriff, Pierre, irgendwie, irgendwo, wenn geht, wenn möglich, wenn die Pierce ist es sogar, Norris ist sogar vorbei an Norris, Norris ist vorbei an Pierce, so rum. Pierce hat er jetzt vor der Nase direkt, und der scheint ein bisschen abreißen lassen zu müssen. So wie das aussieht gerade. Und da hat Pierce schon nicht mehr das DS, und schon schießt Pierre an Pierce vorbei. Wir lassen ihn mal kurz Combat pushen, damit er hier eben rankommt wieder. Oh, ist er sogar schon wieder. Okay, sehr schön. Ja, der hat eben besseren Reifen, vielleicht Gasly sogar noch, als Albon. Die können wir immer ein bisschen mehr pushen lassen, kurz. Vielleicht, dass er auch viel weg von Pi... ab. Ja, ja. Piastri ist am struggeln. Der ist ja schon eine Sekunde weg. Der ist schon eine Sekunde weg. Der ist ja voll am struggeln. Stroll greift es schon an und ist vorbei. Der hat irgendein Problem mit Piastri anscheinend. Ah, leider konnte sich auch Gasly, Stroll mittlerweile Gasly schnappen, leider. Aber Pierre, wie gesagt, der muss abreißen lassen zumindest. Und Pierre ist ja dran an dieser Gruppe von Platz 10 aus. Also von Platz 11 bis Platz... Ja, eigentlich würde ich sogar fast noch bis Bottas sagen, weil die sind auch alle noch nicht so meilenweit weg. Könnten hier noch einen Punkt heute holen. Ja, aber erstmal abwarten. Oh, was für eine Schlange, was für die S-Train aber auch. Ach du Schande. Oh, ist Albon wieder vorbei an Pocher, so wie das aussieht. Ja, Albon wieder vorbei an Pocher, wieder sehr auf dem Punkt. Und Gasly hält er erstmal mit. Wir können mit ihm oder was anderes machen, mit beiden. Ihr halt reinholen einfach. Aber das wäre eine gute Idee. Wir lassen die jetzt einfach mal voll pushen. Und dann kommen wir einfach rein für Runde 40 oder so. Oder Runde 35. Und dann doch nochmal auf die Medium oder auf die Softs mal gucken. Ja, da geht's ab. Albon und Pocher tauschen hier die ganze Zeit die Position. Obwohl, jetzt hab ich Albon. Oh ja, Albon ist jetzt mal weg. Albon ist weg von Pocher. Oh, Norris ist auch gerade. Gasly ist auf einmal auf 14. Ach, da ist er an Hülkenberg vorbei, glaube ich. Ja, hier haben wir's. Hab gar nicht mitbekommen, gerade. Oh, außenrum, sehr schön. Jetzt hat sich der Trainer mal ein bisschen gelöst. Das hab ich gar nicht gesehen. Gasly mal vorbei an Hülkenberg. An dran Norris. Norris musste voll abreißen lassen, ist gerade. Das habe ich gerade alles gar nicht wahrgenommen. Und so ganz schön musste abreißen lassen. Ja, Albon mal vorbei. Jetzt mal hat sich mal ein bisschen. Na gut, aus dem Deathfenster lösen können wir uns Stroll, aber das war's schon. Pocher auch so ein bisschen am Struggeln jetzt langsam. Und Gasly. Das sah so aus, ob er vorbei wäre. Ist aber nee, ist er noch nicht leider. Na, jetzt kommen wir mal. Jetzt mit DS schön hier vorbei an Norris gleich. Ja, noch nicht, aber gleich jetzt. Komm mal, und jetzt hier auf diese Geraden bitte. Kurz und knapp machen, kurz und schmerzlos. Ja, ja, außen vorbei, wäre schön. Und wichtig, und es ist wichtig, let's go. Pocher ist auch ums Twackeln jetzt. Da muss er schnell rankommen, damit Norris nicht mehr kontern kann. Aber ich traue es ihm nur zu, das Pocher muss ganz schön abreißen lassen. Ah, aber Stroll hier. Stroll ist schon vorbei an Stroll, Quatsch. Stroll ist schon vorbei an Albon und macht jetzt ganz schön, oh, löst sich ganz schön. Was? Es geht jetzt auf einmal ab. Ja, und Gasly wird gleich ein Problem bekommen gegen Norris wieder. Ja. Ah, das wollte ich vermeiden. Na, come on, verteidige dich irgendwie. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen wir mal ran an Pocher. Oh, ach so, 10, da war Magnus in der Box. War. Magnus ist so gut dabei heute.
Das ist krass. So, jetzt hat Pusher aufgeschlossen. Hat Gasly aufgeschlossen auf Pusher. Gibt's für einen Angriff? Ja, den gibt's hier. Sehr gut. Sehr guter Move und jetzt hat er das DS und wird da easy vorbeischießen. Sehr starker Move von Pierre. Auch er kommt jetzt langsam in Fahrt in dieses Rennen. Wenn man spannend, aber sich so leicht absetzen kann. Oh, sieht aber schon gut aus, oder? Schon nachher 6 Zehntel Vorsprung auf einmal. Oh ja, Alter, der Pusher hat ja gar keine gute Pace mehr. Ja, jetzt kommt aber das DS ins Spiel wieder, ne? Macht's ein bisschen schwer, aber der Gasly kann sich auch gerade gut absetzen von Norris, ganz schön deutlich. Ja, Punkte sind drin. Punkte sind, glaube ich, wirklich drin. Das ist im Bereich des Machbaren heute, mindestens einer. Wenn dafür irgendwas bei irgendwem wieder vorne schief geht, dann können hier Punkte möglich sein. Runde 30 schon. Wir fahren noch bis Runde, weiß ich nicht, bis Runde 40 vielleicht. Und dann mit Mediums, würde ich sagen, einfach voll pushen mit Mediums. Mit den gebrauchten Mediums haben wir nur 88% ungefähr. Ah, Pusher lässt aber noch nicht locker. Aber so wie der eine Pace hat, weiß ich nicht. Ist halt die Frage, wenn Gasly schneller kann als Albon und der dann mal dran ist, was machen wir im Team? Weiß ich es nicht. Ich will es ja eigentlich gern fahren lassen, wenn dann. Und 2,5, das sieht man fast dann aus, ob Pierre näher ran käme. 2,3 auf einmal. Boah, jetzt kommt Pierre Rüffchen Fahrt auf. Ich fahre eine gleiche Einstellung hier immer noch. Ah, wird lustig, das dann zu gucken. Ah, und Pierre bleibt dran. Oh, Alter, 2,0. Alter, bei Albon treffen die Reifen ja wohl komplett ein, oder was? Alter! Oh, ich weiß, was machen wir hier? Der Gasly scheint es deutlich schneller zu können, wenn ich mir das so angucke. Oder? 1,9 ja jetzt schon. Ah, oh, Pusher bitte nicht wieder vorbei. Nein. Oh, Pusher bleibt doch dran. Und schießt Pierre bitte nicht ab. Danke. Na, ah, ist er wieder weiter weggekommen. Oh, schwierig. 2,2. Ah, noch ist es ja nicht so weit, bis er dran ist. Ah, okay, jetzt hat er sich wieder gefangen. Albon. Er ist auf einmal 4 Sekunden weg. Ganz schnell. Und Pusher bleibt nach wie vor dran. Aber wir müssen jetzt sogar jetzt reagieren auf Norris, oder? Und der Soft fährt. Okay, dann fahren wir jetzt einfach auf. Sind es gebrauchte Softs? Nein, frische. Oh, der hat noch frische Sätze. Haben wir auch noch frische Sätze Soft? Haben wir auch noch frische Sätze vielleicht? Nein. Ach ja, gut, klar, Norris hat noch einen frischen, weil der in Q1 ausgeschieden ist. Gut, das ist klar. Ha? Wir haben jetzt nur noch diesen Medium-Satz, der 88% hat, ne? Mhm. Ich weiß, ich würde erstmal Gasly reinholen wollen, weil. Um auf Norris zu reagieren. Und Albon in der nächsten Runde. Und auch vielleicht um Pusher für den Undercut zu sichern, dass der hier jetzt nicht irgendwie undercutet. Ja, weil Pusher kommt noch nicht rein, das ist gut. Sehr gut für uns. Aber der fährt auch hart. Er würde vielleicht doof fahren, ich hoffe mal nicht. Guter Stop bitte von uns, Jungs. Ja, guter Stop, sehr gut. 2,7. Und Albon, bevor ich es vergesse, holen wir jetzt in diese Runde rein hier. Come on, klick. So. Top V, Top 10 Fast Stop war das sogar gerade. 2,7. Guter Stop von uns, Jungs. Aber Albon bitte darf dann auch nicht schief gehen, ja? Kollegen, so. Wo ist. Ah, Pierre ist ja deutlich. Okay, hätte mich vielleicht gar nicht wappnen müssen. Ah, Hülkenberg ist da vorbei dadurch. Was hat der für Reifen? Medium. Von älteren Medium. Okay. Das sollte Pierre, denke ich, die Pace auch haben. Und da ist das Albon drin. Mal sehen, was der hier jetzt macht. Bitte klappt auch der Stop. Bei Gasly war das ist kein Problem. Come on. Bitte. Ja, was war das für ein Stop? Zwar minimal langsam, aber war so ein ganz guter, schneller Stop. Boah, Gasly hat schon nah angekommen ist, oder? Oh, Hülkenberg ist nah dran gekommen. Nein, das dann. Was für ein Stop, Alter. Was ein Undercut ausmacht. Was? Es war ja nicht mehr beabsichtigt. Ich habe Gasly einfach eher reingeholt, um von Norris sicher zu sein. Man weiß ja nicht, aber wenn ich mir das so ansehe, Alter, der hat ja fast 4 Sekunden aufgeholt, einfach. What? Was ein anderer, was so eine Runde länger dann mit frischen Reifen ausmachen kann, einfach. In diesem Spiel. Ja, und das ist Hülkenberg dran. Hätten wir vielleicht doch beide gleichzeitig rein und sollen oder erst Albon? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht, aber gut. Wir lassen die mal beide pushen, beide. Der Reifenverschleiß sollte jetzt vielleicht so hergeben, dass die das ganze rennen können. Oh, gelb. Was ist da jetzt wieder los, Jungs? Ocon blockierende Räder. Der ist vor uns. Auch interessant. Jetzt wird interessant. Oh, Gasly, der ganz mutig jetzt hier. Greift Hülkenberg an. Und der kommt bitte vorbei. Oh, und Albon. Oh, Gasly.
Ah, ich dachte, der will so eine Albon angreifen. Der greift aber hier PSV ein und ist vorbei am PSV. Oh, Hülkenberg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Gassi ist vorbei. Und wir fahren noch an jetzt PSV gleich. Das wäre ganz nice. Han, ja, Hülkenberg lässt aber noch nicht locker. Nein. Come on. Oh nein, zu dritt. Nein, jetzt wird er. Oh, was für ein geiles Duell aber. Oh, come on, Pierre. Setz dich da durch. Selbes Spiel wie in der Startrunde eigentlich fast schon. Da war Pierre da leider, hat den Kürzeren gedrungen. Ah, wieder zieht Pierre den Kürzeren. Mann. Wahrscheinlich, weil es ES schon wieder leer ist. Und Albon lacht sich jetzt auch eins. Ah, Punkte sind drin. Ah. Mann. Jetzt fügen wir vorbei. Pierre, ja, der macht kurz einen Prozess, wie es der Gassi gerade gemacht hat. Na, come on, aber Pierre jetzt hier. Vorbei. Pierre, bitte auch noch so schnell, wie es geht. Wie du den Anschluss nicht verlierst an Hülkenberg. Ja, come on. Ja, 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 ja. Er hat noch das DS-PS-Tür, aber ich denke, der hat alte Reifen. Ja, und da ist PS so easy vorbei. Und ist sogar noch im DS-Fenster von Hülkenberg geblieben. Auch gut. Machen wir kurz ein bisschen weiter vor. Und dann jetzt hier. Oh, PS kommt jetzt sogar in die Box auch noch. Oh, der kommt jetzt in die Box noch. Das ist krass. Und Pierre ist im Angriffsmodus, glaube ich. Oh ja. Und da ist Pierre vorbei an Hülkenberg. Sehr, sehr starker Move von ihm. Die Frage ist, kann sich absetzen jetzt? Glaube ich irgendwie fast nicht, aber... Gucken Sie es nochmal an. Hier schön auf der Ziel hat das hingekommen. Richtig stark gemacht. Richtig clean. Und Platz 13 jetzt. Für Pierre. Oh, bildet schon eine kleine Lücke, oder? Ah, ja, eine Sekunde war es gerade. Ist es gerade, oder? Come on, bleib aus dem DS-Fenster raus. An Hülkenberg. Das wäre echt wichtig. Oh, und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Für diese Stativ zumindest. Für diese Gerade schon mal zumindest. Ja, ja, ja. Come on. Ja, hat kein DS auf dieser Stativ geraten jetzt. Das ist wichtig. Profair kommt doch jetzt noch rein in die Box sogar. Für natürlich die Mediums kommt da rein. Für Mediums. Okay, interessant. Aber ich weiß nicht, wollen wir mit dem Reifen voll durchpushen oder wollen wir lieber nochmal schon? Ich glaube aber, die können das fast schaffen, voll durchzupushen, oder? Ich denke fast schon. Na komm, ein Platz noch, dass sie werden die Punkten. Mit einem zumindest. Oh, aber solides Rennen mit Platz 11 und 12. Da haben wir, denke ich, nichts falsch gemacht heute. Und das konnte ich massenhaft auf Hülkenberg absetzen. Ah, jetzt haben wir den Nose, der auf den Softs ist. Ja, ja, der könnte eine Gefahr werden mit seinen Softs. Nico, bitte halte dich gut vor, Lando. Oh, jetzt wird es ja nochmal bei uns auch spannend im Team. Gasly ist dran an Albon auf einmal. Boah, wie schnell ging das denn jetzt? Jetzt kommt Pierre. Jetzt will Pierre anscheinend auch nochmal zeigen, dass wer der Schnellere hier ist. Ah, was machen wir jetzt? Wollen wir die fahren lassen? Ich weiß nicht. Ist Gasly wirklich schneller? Oder kann er noch was von Magnussen aufholen? Wir mussten mit dem Fast jetzt auch noch runtergehen. Weil die Reifen, die werden nicht 10 Runden mit Volldurchpushen halten. Oder können sie schon halten, aber wie gut die da noch sind. Nose macht auf jeden Fall nichts gegen uns, der verliert weiterhin. Also wirklich solides Rennen. Ah, was machen wir jetzt? Ah, ich weiß es nicht. Ich würde die schon gerne fahren lassen, aber Albon macht mir gerade nicht den Anschein, als ob er schnell wäre. Kommt Pierre jetzt erstmal auf das Ziel erstmal vorbei, ohne jetzt irgendwie Teamout zu machen? Nee, kommt er jetzt nicht. Ah, weiß es nicht. Wollen wir machen? Kommt er jetzt vorbei? Ja, er kommt jetzt vorbei, glaube ich. Okay, jetzt können wir mal uns angucken, ob er schneller kann als Albon, deutlich. Oder ob das jetzt so ein bisschen hin und her wird. Gucken wir uns das mal an, würde ich sagen, oder? Ob hier da irgendwie näher rankommen kann. Ah, sieht aber nicht dann aus. Sie, ja, und Albon bleibt dran. Also so viel schneller scheint er das Ganze zu können. Ja, nee. Oh no, es kommt auch wieder näher ran, ist auch. Ne? Auch nicht so gut. Aber jetzt Gasly 19. Ne? Bisschen scheint der Pfiff doch schnell zu sein. Wenn das DS nicht wäre, glaube ich, könnte sich Pierre sogar absetzen, wenn man das so sich gerade so ansieht. Ja, no, es ist noch die Gefahr. Die Reifen, 40% soll es ja wohl heißen, dass die dann tot sind oder abbauen so ein bisschen. Ja, und da hat no noch bessere. Und vor allem mit seinen Softs. Ja, aber gut, ob 11. und 12. weiß ich nicht. Ist ein solides Rennen wert auf jeden Fall, aber klar. Gibt halt keine Punkte dafür, also kannst du mit Ole Gas ab Nose noch vorbei. Käme, jetzt kommt aber erstmal Albon wieder vorbei an Pierre.
Bin mal gespannt, wer sich das Team in interne Duell dann sichern wird oder kann. Gasly kann er wieder gleich kontern? Oder nicht? Ah, ja. Und wir. Oh, Alter, hat er spät gebremst, Pierre. How knows, kommt näher. Das gefällt mir nicht so. Ah ja, drei Runden noch. Das sieht gut aus gegen Norris auf jeden Fall. Die Reifen sind bei 30% nur noch. Der Reifen läuft überhitzt, ja klar. Aber die vorletzte Runde gleich für unsere beiden Jungs. Und Albon scheint wieder ein bisschen zu verlieren, vielleicht. 19. auf einmal wieder nur. Oh, Sekunde. War es die Sekunde, die er weg hat jetzt? Ah, er hat noch das DS bekommen, hat er Glück gehabt. Aber ja, man merkt schon jetzt irgendwie. Albon kann nicht mehr so ganz folgen. Nur wegen dem DS kann er noch rankommen. Oh, was damit für eine letzte Runde, interessant. Wir haben spannend. Also dann jetzt würde ich sagen, Gasly kann sich das Team mit einem Duell sichern. Wir gehen mal, spulen mal vor bis zur letzten Runde. Obwohl ist aber wieder näher dran auf einmal. Oh ja, da kommt der Angriff. Und wie er kommt. Und Albon hat ja nochmal das DS. Oh, das wird interessant jetzt für Pierre. Er hat noch eine Chance für Pierre, ne? Der hat noch eine Chance theoretisch. Eine Chance hat Pierre noch. Oder zwei. Obwohl jetzt ist Albon wieder weiter weg. Oh, was ist denn das? Auf einmal, ist Pierre auf einmal, jetzt kann sich Pierre und Albon doch absetzen, okay. Freut mich für Albon. Jetzt hat Pierre ein bisschen den Schock bekommen, weil Albon da vorbei ist irgendwie. Aber es hat ein starkes Teamergebnis, Platz 11 und 12, ich meine, egal wer vorne ist. Und es gibt leider kein, ach man, schade, für so ein gutes Rennen nichts falsch gemacht. Schade, dass wir dafür uns nicht belohnen können. Absolut schade. Mit Punkten, mit einem Punkt. Aber dazu hat es dann einfach nicht gereicht, Magnus nur den Punkt, leider. Ja gut, so ist es halt. Kann man nicht ändern. Für Gasly hätte es heute wirklich kaum noch schlechter laufen können. Ja. Die meisten Leute dachten, dass der Fahrer heute abliefert, aber ach, kommt. Ein enttäuschendes Ergebnis ohne Punkte. Tja, Max Verstappen kann... Verstappen hat schon wieder gewonnen. Ist schon der dritte Sieg im dritten Rennen jetzt, oder was? Ich glaube schon, bei 69, ja, es könnte sogar sein irgendwie. Ja, Gasly bleibt auf 2 Punkten natürlich, aber immerhin hat er überhaupt... Hat Hase diese Uhr 2 Punkte, Mann. Die sind jetzt punktgleich mit uns. Aber wir sind immer noch Platz 6. Sehr nice. Ja, aber wir halt mal den 9. Platz mit Pierre hatten und die Hase hatten jeweils nur den 10. Platz. Da hatten wir das bessere Ergebnis mit Platz 9. Darum sind wir vorne. Ja, aber trotzdem ein solides Rennen. Ich meine, wir haben nichts falsch gemacht. 11., 12., besser kann man nicht gehen. Ich meine, Gasly war eine Zeit lang nur 15. auch. Hatte gefühlt gar keine gute Pace. Im Vergleich zu Albon sogar auch mal. Und dann kam er doch noch in Fahrt auf und konnte sich hier mit Albon gut duellieren. Am Ende war es doch eine Sekunde Vorsprung noch über. Also keinem, was in der letzten Runde Papier gemacht hat. Vielleicht hat er, oh, keine Ahnung, hat er aufgegeben dann einfach. Oder irgendwas. Auf jeden Fall starkes Teamergebnis auf jeden Fall. Leider nicht für einen Punkt gereicht. Schade. Aber wir konnten uns Norris noch ein bisschen vom Leib halten. Und wir haben wieder nicht überrundet. Also einer der wenigen. Also das ist doch auch nicht so verkehrt. Ja, Pitstops, sind wir in Top 10? Ja! Fastest Stop, das ist die, hä? DHL, Fastest Pitstop, hä? Wieso ist denn das die Konstrukteurswertung dann? Das kapiere ich gerade, ne? Hä? Punkte? Achso, wie an Punkten geht das, ach so. Da gibt's so Punkte mit Fastest, ah, okay, da haben wir was Neues dazugelernt. Red Bull, Alter. Red Bull holt einfach mal bei Fastest Stop einfach mal richtig fett ab. Alles klar. Und da kommt der Entwurf des Frontflügels an, den wir beim nächsten Mal dann einbauen werden. Fertig des Chassis. Auch noch, das ist natürlich sehr schön. In 25 Tagen ist Azerbaijan bei Charners. Das ist fast wie eine Sommerpause eigentlich. Wir haben auch richtig viel Kohle endlich wieder. 8 Millionen. Das wird gut sein, um auch wieder upgraden zu können und so. Okay, das war's dann jetzt aber. Beim nächsten Mal sind wir in Baku. Das könnte eine schwere Strecke für dich werden. Obwohl Topspeed, das müsste ja wenigstens eigentlich liegen. Ach, keine Ahnung. Vor allem jetzt auch, wenn beide das noch neue Abteil bekommen, gerade bei Gasly fehlt ja noch das neue Chassis, glaube ich, und bei Albon der neue Seitenkasten. Also haben die dann nochmal ein bisschen besseres Auto und ein neuer Frontflügel werden die auch noch bekommen, wenn wir das Geld dann noch dazu haben. Und vielleicht sogar nochmal, Alter, wir können doch richtig viele abgeschifft bekommen, ich weiß es gar nicht. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall war es jetzt. Bis zum nächsten Mal dann in Baku und ciao.